Nach dem Unwetter in der letzten Nacht starte ich in Schärding. Ich fahre auf der linken Innenseite flussaufwärts bis vor Obernberg, wo ich über den Inn in den Ort fahre. Dann bleibe ich auf der rechten Innenseite flussaufwärts Richtung Braunau am Inn. Dort mache ich eine kurze Besichtigung in Erinnerung an eine traurige Zeit, übernachte aber über dem Inn auf der anderen Seite in Deutschland in Simbach. Der Sturm hat einiges angerichtet, wie man sieht. Jalousien von den Häusern wurden gerissen und noch vieles mehr, was ich unterwegs später noch sehen werde. Guten Morgen. Ja, hier am Ufer sieht alles ganz normal aus. Da ist nichts passiert. Alles normal. Da vorne hat es nur Äste runtergeschmissen, massenweise. Nur mal sehen, wie es am Radweg ausschaut. Dann später, wenn da die Bäume sind. Aber das kann ja auch nur ganz lokal gewesen sein. Da geht's weiter. Ja, super sieht's da aus, was? Wahnsinn. Ja, super hier, wie es da ausschaut. Boah. Total. Wo's Hochwasser heiser und Hef und Federig schwimmt, wo euer Mo am Weg zur Kirche am Sonntag sein Scheitel noch kommt, wo der Johannes seinen ersten Rausch ins Johannesfeier speibt, wo Martina, ich liebe dich, an jedes Scheißhaustier schreibt, wo die Feuerwehren streiten, wir löschen dir, wenn's endlich mal brennt. Wo's Haxen und Händel und Ochsen und Würstel grillen, wo die Kinder noch Dreck fressen als Abwehr gegen Bazillen, wo jeder Zweite zum Abend zur BMW rennt, wo man jeden grüßt auf der Straße, weil man jeden kennt, wo die jungen Leute noch mit Gorsmas, Tequila und Rüscherl feiern. Niederbayern. Wo kaum einer einen Urlaub bucht, da muss die hin verschlagen. Wo man grad ist und ehrlich und manchmal auch laut. Wo man sich noch gegen Großkopfer, die was sagen, traut. Wo der Biber alles zusammenfrisst, der Marder den Rest. Drei Bierbänker Fassl sind da schon fest. Das ist die Gegend, wo die Leute in erster Linie kein Geld, sondern Grund versteuern. Niederbayern. Der Radweg und da unten so ein umgekippter Baum. Toll, gell?